Ich weiß, es ist nicht schicklich und total uncool und echt abgefuckt, sich lustig zu machen über etwas oder über Leute, die sowieso schon am Boden liegen. Das ist wie reintreten nochmal. Ja, Leute, die sowieso schon in der Kritik stehen. Etwas, das ein Konstrukt, ein System, das sowieso schon in der Kritik steht, nämlich die EU, die sich als Europa wähnt. Ja, die EU, die allzu häufig auch mit Europa an sich oder mit der europäischen Idee, die sie mal ursprünglich war, verwechselt wird. Und es ist auch müßig, darüber lustig zu machen. Ja, da sind zu viele Parteien im Europaparlament. Sozusagen zu viele Köche, die den Brei verderben. Aber ganz forsch anmerken darf, auch wenn ich mich damit zum spießigen Spielverderber mache. Die Partei, ich weiß, die sind Satire und so. Aber das, was von der Satire übrig blieb, ist dann sowas wie der Spruch mit dem Neuland, der geht mir jetzt am Arsch vorbei, aber Sonneborn auf dem Plakat, Sonneborn bleibt in Brüssel, neue Abenteuer im Europaparlament. Das ist irgendwie so wie diese Ankündigung bei so Buchreihen, die ich in meiner Kindheit gelesen habe. Was weiß ich, da gab es einen zweiten Teil hier, ne? Neues vom Räuber Hotzenplotz oder hier, ne? Neue Abenteuer hier, ne? Endet bleibt ein neue Abenteuer auf, was weiß ich. Die Insel der Abenteuer, gab es da hier die Insel der Abenteuer, die Burg der Abenteuer und so ein Kram alles, ne? Da gab es ja immer diese Abenteuerreihe. Hieß sie ganz auf Deutsch so. Und jetzt neue Abenteuer, als ob die Europapolitik einfach nur so ein Spiel wäre. Ein witziges Spiel, ja? Gut, ich meine, natürlich ist das teilweise kritikwürdig und auch wirklich real, was da im Europaparlament beschlossen wird. Ja, von Burggründung bis hin zu irgendwelchen anderen banalen Dingen, aber auch ganz konkrete Dinge, die sehr ärgerlich sind, zum Beispiel Artikel 13. Was hat die Partei denn dazu zu sagen? Aber gut, zu kompliziert wahrscheinlich, ne? Neue Abenteuer, also wirklich, heutzutage wäre das eine Filmreihe, ne? Hier Teil 2, was weiß ich, Fluch der Karibik Teil 7, Teil 6 und 7, jetzt wird richtig gebumst, eine neue Abenteuer, die Verbrechen des Jack Sparrow, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich finde einfach, man sollte da diese Politik nicht unbedingt nur als witziges, satirisches Spiel, das vor lauter Provokationsmöglichkeiten nur so strotzt, betrachten. Ne? Finde ich so ein bisschen, ja, ne? Der Witz ist sowieso raus, ne? Wie gesagt. Weil mittlerweile macht sich jeder darüber lustig. Und es ist langweilig geworden. Dann durchaus doch auch üble Folgen. Es handelt sich nicht einfach nur um eine witzige Fortsetzungsabenteuergeschichte mit dem kulturellen Junkfood der jungen Generation, Streaming-Plattform, Netflix-Generation. Gut, bin damit fertig soweit, denke ich. Gibt's mir jetzt dazu sagen, es ist halt irgendwie, man muss sich fragen, das ist eine ernsthafte Wahl, die auch vielleicht ein bisschen gut etwas übertrieben, dramatisch und pathetisch ausgedrückt, könnte man sagen, ja, eine Schicksalswahl, wie ein Schicksal das zu tun. Und da kommt also nochmal mit, oh, bleib den Lust, ja schön, dann bleib doch da, wo der Pfeffer wächst, am besten aber du bleibst irgendwo, wo du niemand noch einen Sack gehst. Danke, gesprochen, die Teile der Menschen, die noch, oder die Teile dieses Landes, also der Bevölkerung dieses Landes noch nicht gänzlich ausgerastet sind von lauter Verrücktheit. Oh Mann, ey. Der Spaß der Typen. Wahrscheinlich demnächst wieder bei der Autoshow neue Erlebnisse im Europaparlament. Geil. Lohnt sich auf jeden Fall. So, genug Spaß gebremst. Nicht alte Spaßbremse, tut mir leid, also Spaßbremse kann natürlich auch eine Spaßmücke sein, aus der ich keinen großen mit künstlichen Albernheiten aufgeblasen.